Und damit sage ich herzlich willkommen hier bei Silberfeld Games and More. Ich bin der Flo und wir sind zurück bei Dark Cloud. Ich bin auf Ebene 9 der Ebene hier des Sonnen- und Mondtempels. Und es geht dort nicht weiter. Der Weg versperrt ein komischer schwarzer Wind. Und gar nicht retten. Mikara, tut leid. Müssen retten. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hey Thorn, ich habe eine Sternschuhe gesehen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht finden wir Umgaga seine Zuversicht wieder. Ich hoffe es. Wie geht es jetzt hier weiter? Wir müssen auf jeden Fall das Dorf aufbauen. Weiß aber gerade nicht wie. Wir können mal schauen, was wir schon alles haben hier im Dorf. Wir haben allerhand gefunden. Wir können es hier nicht bauen aus unerklärlichen Gründen. Sehr blöd. Tja, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Doch, wir können jetzt hier nach Muska Laka gehen. Ah, okay. Das war nämlich auf der Karte nicht drauf. Das Dorf, ja, was wir wieder aufbauen müssen. Wir sehen es hier, da hinten war ein Haus. Können wir da hin? Ich glaube, dort wohnt der gute Mann, der Krieger, der jetzt ja vor dem Tempel steht und dickscht. Oh, wir haben noch eine Kürbistasche halten. Okay, ich würde sagen, ja, wir bauen mal ein bisschen so das Dorf auf, damit es weitergeht in der Storyline. Und schauen wir doch mal, was wir hier alles haben. So, wir haben Yibubus Haus. Yibubu habe ich gefunden. Nehmen wir doch gleich mal und setzen es einfach mal hier so irgendwo hin. Da steht auch schon Yibubu. Hä? Ich hab dich noch nie gesehen. Ach, verstehe, du bist der Junge, dem man sagt, dass er für Aufsehen sorgt. So, hast du eine Idee fürs Dorf? Nicht besonders. Oh, halt dich an den Brauch des Pfahlwächters. Frag Bonga nach Einzelheiten. Achso, wir müssen ihn ja noch fragen, was er für sein Haus will. Hallo? Yibubu? Ach. Okay, er möchte Stroh. Möchte jeder in dem Ort so geschaut, weil wir haben Stroh. Hatte ich nicht auch irgendwie eine Fackel oder sowas? Nee. Das könnte noch ein Obergeschoss sein und dieser Totem. Ah, ist klar. Und eine Treppe, wo wir auch haben. Haben wir das schon mal fertig und gehen wir gleich mal hinein. Oder hin, besser gesagt. Okay, er steht wieder da oben, freut sich, dass sein Haus fertig ist. Warum? Ich begreife das nicht. Aber warum nur? Warum? Was hat er denn? Oh. Hallihallo. Mir war danach ein wenig zu brüllen, weil mein Haus so arg zugerichtet ist. Aber komm doch rein. Hey, ich hab's gerade wieder aufgebaut, mein Freund. Ach, ich bin wirklich dankbar, dass du siehst. Kann ich jetzt wieder mein altes Leben führen? Ja, von mir aus. Als Zeichen seiner Dankbarkeit bekommen wir eine Paradiesfrucht. Sehr hübsch. Die werden wir gleich mal aufheben für unseren neuen Krieger. Findest du übrigens nicht, dass hier etwas nicht stimmt? Für die Ästhetik, Leute von Muska Laka nicht gerade ausgeprägt. Dieser Ungaga gilt als attraktiv und begehrenswert. Und ich soll gewöhnlich aussehen? Na gut, hat doch vielleicht nicht ganz unrecht. Aber was ist auch schön, ist sie durch Angesicht des Betrachters. So. Steht jetzt wieder da oben und schreit. Es scheint sehr heiß hier zu sein. Ah, warum? Oh, das ist ja echt nervig. Gut. Haben wir das erste Häusle fertig. Dann bauen wir mal das Haus der Schwestern. Ja, mal gucken, ob das die sind. Eins. Zwei. Ist sie nämlich keine Schwester, er wird auch. Oh, doch, Mikara. Na gut, Haus der Schwestern. Wo ist denn hier eigentlich noch vorne, oder? Keine Ahnung. Da ist der Eingang. Hallo. So, wir
wen haben wir denn hier? Eine Schwester. Mikara. Ach, das ist die Geliebte von Umara. Hallo, willkommen in Muskalaka. Ich bin Mikara, die jüngste von drei Schwestern. Schön, dich kennenzulernen. Hast du eine Idee fürs Durch? Es ist mühsam, Wasser zu schöpfen. Es wäre toll, wenn es in der Nähe der Oase steht. Okay. Wie soll dein Haus aussehen? Alles klar. So, haben wir denn hier noch eine gute Schwester? Du bist... Ibubu. Na, dann schauen wir doch mal rein. Käse. Magut. So, Divya. Hallo, kleiner Junge. Ich bin Divya, die mittlere der drei Schwestern. Was für eine Idee fürs Durch? Nun, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil die Gaga immer Wasser schöpfen muss. Alles klar. Wie soll dein Haus aussehen? Kannst du mir eine Kammer einbauen? Ein Lagerraum dient? Ja, voll. So, hast du eine Idee fürs Dorf? Nun wäre gerne bei der Oase. Alles klar, wir wollen alle drei dasselbe. Das ist ja sehr einfach. So, und irgendwas zum Kleider verstauen. Also noch ein Anbau. Alles klar, das kriegen wir doch hin, denke ich. So, schauen wir doch mal, was wir da haben. Totem wollen alle haben. Und was ist das? Dies und das, verschiedene Kleinigkeiten. Sehr schön. Das haben wir fertig. Und dann gehen wir doch mal schauen, was die drei Schwestern so treiben. Huhuhu. Tja. Otoan, hallo. Du bist schon hier, um deine Belohnung abzuholen, du kleiner Schlaumeier. Na komm, willst du ein paar Süßigkeiten, mein Kleiner? Nee, danke. Toan ist doch irgendwas gekommen. Sei nicht gemein. Oh, hast du was gehört? Jetzt geht es wieder los. Mikara hat eine schlechte Angewohnheit, Dinge zu unterstellen. Das wollte ich nicht. Aufhören, alle beide. Ihr habt oft Streit in letzter Zeit, nicht wahr? Ach, da ist er ja. Mikara, du lebst. Meister Ungaga. Oh nein, rate mal, wer hier ist. Mikara, froh, dass du leben. Ungaga, sei froh. Ich bin auch froh, Meister Ungaga. Wieso nennt man seinen Verlobten Meister Ungaga? Aber es ist wahrscheinlich so. Bitte doch nicht genau vor meinen Augen. Meister Ungaga, sagt es mir. Warum, Mikara? Ich bin besser als Mikara. Ach, die sind alle eifersüchtig. Ja, ja, ja. Es gibt Dinge, die Mikara besser kann als der Nagita. Und deshalb ist sie Ungagas Braut. Oh, toll, dann habe ich aber ein paar Fragen. Was genau kann Mikara besser als ich, hä? Na gut, Ungaga wird alles erzählen. Ah, endlich kommen wir zum letzten Kapitel. Es war vor einem Jahr, Ungaga war von Skorpion gestochen. Jetzt kommt eine kleine Geschichte von Ungaga. Ja, ja. Ach, das wäre nicht für mich da zu wohnen. Es sieht viel zu heiß aus. Und da sehen wir das Dorf, wie es aussehen soll im Hintergrund. Das ist das Ende, Ungaga, Ende, ein Skorpionstich, ich sterbe. Was ist da los, Meister Ungaga? Alles in Ordnung. Nagita, ein Skorpion hat mich erwischt. Mir bleiben nicht viel Zeit. Ich rufe sofort Arzt. Bleib Sie hier. Keine Zeit, bleiben Sie, Nagita, beim Sterben, Ungaga. Naja, ich rufe mal den Arzt. Bleiben Sie hier. Meister Ungaga, Meister Ungaga. Jetzt kommt die Kleine. Skorpion hat mich erwischt. Ich bleibe in den Sterben. Ungagas letzter Wunsch. Bleiben Sie, Mikara, beim sterbenden Ungaga. Diese Sprache nervt mich etwas. Jetzt kriege ich das mal in den Klatscht. Er ist sehr wehleidig, der Gute. Du Dummkopf. Sie sind der stärkste Krieger der ganzen Wüste. Ich beschütze... Wer beschützt Muskalaka, wenn sie tot sind? Das Gift des Skorpions. Ich könnte nichts tun, um gar sterben. Meister Ungaga, wir brauchen sie hier in Muskalaka. Ich brauche sie auch. Macht's denn jetzt? Saugt sie das Gift aus. Was tun sie da? Tun sie das nicht, Mikara? Sie bringen sie um. Aufhören.
Diese Muskalaka braucht dich und ich brauche dich auch. Ja. Da hat sie ihm das Leben gerettet, wahrscheinlich. Eine tolle Geschichte. Herzzerreißend. Gut, und wissen wir es so. Er hat sich für die Kleine entschieden, die anderen zwei sind ein bisschen bockig. Ja, lass sie mal durchkippen, weil mir das ein bisschen auf den Senkel geht. Thor, nimm Umgaga mit. Jawohl. Sehr schön. Vom Kämpfen her ist es einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Mag ich sehr gern. So. Gut. Das war's. Jetzt kommen wir weiter. Hoffe ich. Ach, er will ja auch noch irgendwas. Thorn, ich habe was. Ich habe das eben ganz unbeabsichtigt von draußen mitgehört. Gaga ist also wieder ein Führer, wie früher. Ich freue mich für ihn. Ja, sehr schön. Nein, das geht schon. Ich werde Gaga von hier aus auf Wiedersehen sagen. Wenn wir uns begegnen, wird es vielleicht schwer für mich, zurück ins Dorf zu gehen. Dies hier ist das Ende meines Auftrags. Ich bin sicher, dass Gaga dir eine große Hilfe sein wird, Thorn. Mach's gut. Ja, aber eigentlich weiß Thorn ja noch immer nicht, was wir in dem Sonnentempel machen, oder? Das hätte ich fast vergessen. Letzte Kammer zu betreten, in der sich das Mondschiff befindet, brauchst du wohl ein Sonnensiegel, das der Sandkrieger behütet. Aha, alles klar. Der Sandkrieger wird wohl sowas wie der Endgegner sein. Ich schätze, das ist alles, was ich zu sagen habe. Bitte besiege den Schwächling Jin. Klar, ich meine, nichts leichter als das, oder? Sehr schön, wir bauen gleich mal noch ein Häuschen, damit wir das hier noch mit drauf haben. Und zwar Brooks Haus, was haben wir denn noch? KG-Zelle? Totempfahl, Oase, Baumstraße. Okay. Bauen wir noch Brooks Haus? Haben wir den Brook auch? Ja, Brook haben wir auch. Wir haben noch den Totem Stroh. Und dann fragen wir ihn mal, was er noch so haben möchte in der Hütte. Hey Brooks. Soll dein Dorf aussehen? Eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte wohl zumindest um den Pfahlwächter bitten. Jawohl, den kriegst du. Könntest du mal einen Lagerraum einbauen? Auch das sollst du haben. Schauen wir mal, ob wir noch einen haben. Haben wir. So, bauen wir mal einen Totempfahl an. Mal sehen, ob wir das schon hinkriegen. Nee, doch hier. Der. Und der. Sehr schön. Totempfahl A haben wir fertig. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich zeige euch mal, das sind immer drei Gesichter. Und die müssen wir dann, die gucken immer in eine andere Richtung und die müssen wir dann so drehen, die Häuser, dass jedes Gesicht den Totempfahl anguckt. Komme ich jetzt wieder raus, so. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt wieder in den Tempel, versuche die letzte Ebene zu finden. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da, ich würde mich mega freuen. Natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. Und ja, wir sehen uns einfach, wenn es weitergeht mit der Cloud. Ich bin der Flo, ich bin raus.